Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, das Oberösterreich-Paket für Menschen und Betriebe in Oberösterreich umfasst sagenhafte 580 Millionen Euro. Speziell im unternehmerischen Bereich gibt es hier nicht uninteressante Möglichkeiten, neben Schlagworten wie der Unternehmenstaskforce, dem Tourismuspaket, dem Arbeitsmarktpaket oder auch Landeshaftungen des Landes Oberösterreich für den Mittelstand und Großbetriebe werden wir im heutigen Video insbesondere zwei sehr interessante Aspekte beleuchten. Zum einen den oberösterreichischen Härtefonds und zum anderen die sogenannte oberösterreichische Corona-Bürgschaft. Sowohl der oberösterreichische Härtefonds als auch die oberösterreichische Corona-Bürgschaft stehen kleinen und mittleren Unternehmen zur Verfügung. Die Definitionen hierfür sind unter anderem eine Mitarbeiteranzahl von weniger als 250 Mitarbeitern oder auch ein Umsatz von unter 50 Millionen Euro. Der oberösterreichische Härtefonds ist mit einem Betrag von 15 Millionen Euro dotiert. Er steht jenen Unternehmen zur Verfügung, die keine entsprechende Unterstützung von Bundesseite erwarten dürfen, wenn Existenzbedrohung herrscht. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Stundungsansuchen bei Ämtern und Behörden gestellt worden sind. Bezuschusst werden die tatsächlichen Kosten während der Krise mittels Direktzuschuss in einem Ausmaß von maximal 25% und einem Höchstbetrag von höchstens 25.000 Euro. Die oberösterreichische Corona-Bürgschaft wird abgewickelt über die Kreditgarantiegesellschaft oder auch KGG bezeichnet. Dieser Topf ist mit sagenhaften 100 Millionen Euro vom Land Oberösterreich gefüllt. Er dient vorrangig zur Sicherung der Liquidität, zur Finanzierung der laufenden Kosten und auch zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes. Das Besondere an dieser oberösterreichischen Corona-Bürgschaft ist, dass die sogenannten UJG-Kriterien nicht erfüllt sein müssen. Diese sogenannten UJG-Kriterien sind bei der Behaftung durch die Austria Wirtschaftsservice oder durch die österreichische Hotellerie- und Tourismusbank ein K.O.-Punkt. Diese Kriterien sind zum Beispiel eine Schuldentilgungsdauer von maximal 15 Jahren oder auch eine Eigenkapitalquote von mindestens 8%. Vorrangig, so ist den Richtlinien der Kreditgarantiegesellschaft zu entnehmen, wird es notwendig sein, für die Aufnahme der Überbrückungsfinanzierung entsprechende Sicherheiten der Bank zur Verfügung zu stellen. Nur wenn diese Sicherheiten nicht ausreichen sollten, wird es eine Haftungsübernahme durch die KGG geben. Maximal 80% des verbleibenden Anteils werden hier besichert werden. Und weiters ist den Richtlinien zu entnehmen, dass weitere Ausfallsbürgschaften Dritter nicht möglich sind bzw. dies zu einer Entlassung aus der Haftung für die KGG führen würde. Auch weitere Sicherheiten wird man hier nicht anbieten können, da diese ja bereits vorrangig, sprich vor Inanspruchnahme der Ausfallsbürgschaft der KGG zur Verfügung gestellt werden müssten. Nichtsdestotrotz ist diese oberösterreichische Corona-Bürgschaft ein sehr interessantes Instrumentarium, um vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, Startups oder auch Unternehmen in der Gründungsphase, welche eben diese besagten Kriterien, diese besagten UJG-Kriterien nicht erfüllen können, um diesen Unternehmen zu helfen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, wir hoffen, einen kurzen Überblick gegeben zu haben über das Oberösterreich-Paket für kleine und mittlere Unternehmen. Wir wünschen von dieser Stelle ein freundliches Pfiat euch aus dem Innviertel und gesund bleiben. Dankeschön.